ich komme schon mit. Heute über DOAS und differenzielle optische Absorptionsspektroskopie. Was genau das ist oder zumindest die Gruppe, die davon geschafft hat, heute gerne ein bisschen näher bringen. Bevor ich da aber darauf eingehe, was es eigentlich ist, also es geht natürlich im Großen und Ganzen irgendwie um Physik, genauer gesagt um Umweltphysik. Vielleicht erstmal so ein bisschen Motivation am Anfang. Was wollen wir eigentlich? Dazu Frage an euer Gedächtnis, an euer Schulwissen, an eure Allgemeinbildung. Wie ist denn so die Luft um uns herum aufgebaut? Was ist denn da so drin? Was ist denn da so am meisten? Am schnellsten? Stickstoff. Stickstoff. Was ist denn wie viel? 78? Ja. Was haben wir noch? Streber. Ja. Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und kleinste Spuren eben dazu. Genau. Also, wir haben Sauerstoff, das ist gar nicht mal so wenig. Genau, also Kohlenstoff gesagt, davor kommt nochmal was anderes von der Konzentration. Und ich bin Argon, ist da noch so ein bisschen in der Gegend. Genau, dann kommt irgendwie Kohlenstoff, das ist schon mal gar nicht mehr so viel. Und dann eben irgendwie so Kleinscheiß, den man auch gerne mal als Spurenstoff bezeichnen. Und ich weiß nicht, das findet man eigentlich so überall, alles so ist irgendwie die Atmosphäre aufgebaut. Und weiß nicht, mir ging es in der Schule oder so, oder bis vor kurzem eigentlich auch immer so, das wirkt auf mich auch immer so relativ statisch, da tut sich jetzt irgendwie nicht so viel anscheinend. Ist das halt irgendwie so. Und es ist aber nicht. Also, gerade was diesen ganzen Kleinscheiß angeht, passiert unglaublich viel. Das reagiert eigentlich den ganzen Tag so munter auf sich hin, in dieser ganzen Suppe. Also ich meine, man muss sich halt auch irgendwie vorstellen, es ist zwar nicht viel, also wir gehen hier irgendwie von einem Teilchen in einer Million oder in der Größenordnung ab und zu von einem Teilchen vor einer Million oder ab und zu sogar Trillion. Aber man hat halt irgendwie so das Wetter, man hat irgendwie Sonne, die da irgendwie Scheiße mit einem Kühlen oder sowas machen kann. Und das heißt, je nachdem, wie die Sonne gerade steht, gibt es ja um einen Stoff oder einen anderen Stoff. Das Wetter kann Einflüsse haben, zum Beispiel, wenn es irgendwo blitzt oder sowas, wird es mal kurz ein bisschen heiß, dann kann da irgendwie Scheiß reagieren, der normalerweise eher nicht so reagiert. Dann gibt es natürlich noch ganz viele anthropogene Einflüsse. Also je nachdem, wie viel Verkehr irgendwie gerade ist, haben wir halt andere Spurenstoffe und andere Reaktionen, die ablaufen können als sonst. Und diese Spurenstoffe sind irgendwie spannend, also wenn wir nochmal kurz zurückkommen, also ich meine irgendwie, gut, Stickstoff ist ja nicht so gesundheitsschädlich, Sauerstoff brauchen wir, Argon macht jetzt auch nicht so viel, CO2 in den Mengen ist auch gesundheitsverträglich. Aber trotzdem macht man sich ja irgendwie Gedanken über die Luftqualität. Das heißt, so viele der Stoffe, um die es da geht, sind eigentlich eben in diesen Spurenstoffen versteckt. Zum Beispiel sind da einige Gesundheitsschädliche dabei. Zum Beispiel irgendwie, wenn die Ozonkonzentration so ein bisschen arg hoch geht, dann sollte man vielleicht nicht so viel rumrennen. Genauso habt ihr irgendwie bestimmt von Dieselgate mitbekommen oder sowas, was dann irgendwelche Stickoxid-Geschichten nehmen. Die sind auch nicht so sonderlich gesundheitsförderlich. Genau, deswegen ja auch aufschreiben. Und einige dieser Reaktionen, die dort ablaufen, einige dieser Stoffe sind natürlich auch relevant für das Klima, das Wetter, wie auch immer. Das heißt, zum Großen und Ganzen hoffe ich, dass ihr mir glaubt oder zustimmt, dass es vielleicht spannend wäre, mitzukriegen, was da vor sich geht. Und jetzt vielleicht auch nicht nur eine Momentaufnahme oder sowas zu kriegen, sondern das der Ganze irgendwie zeitlich, einen zeitlichen Verlauf, irgendwie eine Zeitreihe zu kriegen. Genau. Also wir wollen das irgendwie messen. Ja, genau. Wer das stört, war so ein ganz toller Spruch meines ehemaligen Physiklehrers, der hat mir so ungefähr jede Stunde gebracht. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Messmethode finden, die möglichst wenig stört, beziehungsweise nicht das stört, was uns interessiert. Und was uns dann eben eigentlich interessiert, ist, wie diese Spurenstoffchemie in der Luft vonstatten geht. Das heißt, wir wollen so wenig eingreifen in die, ja, ich sag mal, chemischen Eigenschaften dieses Systems.
Genau, das heißt, zum einen sollten wir dann natürlich relativ schnell messen, weil wenn wir es lange brauchen, dann kann das Gleichgewicht irgendwo hingewandert sein. Zum anderen wollen wir halt auch, oder kann es Problem führen, wenn ich irgendwelche anderen Gase oder Stoffe oder sonst irgendwas beisetze, die dann halt zu irgendwelchen Abgasreaktionen führen, weil dann auch natürlich andere Reaktionen ab, die unsere eigentliche Messung stören. Genau deswegen gibt es für einige dieser Messungen zumindest den Wunsch, weg von chemischen Methoden zu kommen. Genau, was bleibt dann eigentlich noch übrig, wenn man sagt, okay, ich habe so ein Gas und ich will damit, also ich möchte was sehen, da ist nicht so viel drin von dem, was ich sehen möchte. Wie mache ich denn das sichtbar, wie mache ich denn das messbar? Und naja, was dann irgendwie übrig bleibt, ist Licht. Das stört natürlich auch, weil wenn ich irgendwie Moleküle bestrahle und Strahlung genug Energie hat, dann kann das natürlich auch irgendwie Moleküle auseinanderbrechen und zu irgendwelchen Reaktionen führen, aber es stört erstmal deutlich weniger als, oder ist weniger invasiv als diese chemische Methode. Und die zentrale Beobachtung, die man benutzt, ist folgende: Lichtdunkler im Gasbegriff. Genau deswegen auch der Name Absorptionsspektroskopie. Irgendwie man merkt, okay, wenn da irgendwas im Weg ist, dann geht es weg. Das kann man dann irgendwie versuchen zu modellieren, wie die Physiker das eben so gerne tun. Wir brauchen irgendwie Lichtintensität, irgendeine Wegkoordinate und wollen dann eigentlich wissen, wie sich die Intensität entlang des Weges ändert. Das machen wir wieder diese erste Ableitung. Und dann ist halt so irgendwie der erste Ansatz, den wir gemacht haben, dass es irgendwie wohl davon abhängt, wie viel Intensität denn schon da ist. Und dann behaupte ich einfach mal, das hängt von nichts sonst ab. Braucht dann also noch so eine Proportionalitätskonstante, dass das hinhaut, nennen diese Epsilon. Und das heißt ein Absorptionskoeffizient. Und habe dann so eine Differentialgleichung darstellen. Also, wer keine Lust auf Mathe oder sonst irgendwas hat, das ist auch gleich wieder vorbei. Aber so, das ist eine der einfachsten Differentialgleichungen, die einem so über den Weg läuft, die man so ständig braucht, und da kann man irgendwie so eine Exponentialfunktion bei oben. Und sagt halt, okay, wenn ich irgendwo ein Licht mit einer Intensität 0 einstrahle, dann nimmt das exponentiell ab über den Weg. Genau, und diese, ja, ich sag mal, sehr, sehr einfachen Annahmen oder sowas waren dann so bahnbrechend und so wichtig, dass sie ihren eigenen Namen gekriegt haben. Das ist das Lambert-Bergesetz. Oder wenn man halt so ein Modell zu ihnen probiert, dann kommt halt ein exponentieller Abfall raus. Das ist so die Frage, ob das Namen so wirklich wert ist. Genau, weil das ist die zentrale Beobachtung. Das sieht sehr einfach aus und irgendwie sehr nichtssagend aus. Und es ist die Frage, was kann ich denn damit anstellen? Ja? Hast du ein großes Beispiel für, wie groß dieser Wert X ist? Also was für, was für eine Größenordnung? Weil ich meine folgendes, wenn sich auf dem Weg über den Mist die Zusammensetzung des Gases ändert, dann ist der Absorptionskoeffizient nicht mehr konstant. Nee, genau, das ist ein Problem. Genau, völlig richtig erkannt. Ich meine, ich muss ja natürlich einige Vereinfachungen machen, um das irgendwie darzustellen. Zum Weg komme ich gleich. Komm ich gleich dazu. Eine Vereinfachung, die ich gemacht habe, die vielleicht so ein bisschen klarer macht, wie ich eigentlich irgendwas aus dieser Formel rausholen kann, ist, ich habe eine Abhängigkeit weggelassen, die irgendwie wichtig ist, nämlich eigentlich hängt alles noch von der Wellenlänge ab. Also diese Absorption, das Koeffizient ist keine Konstante für alle Wellenlänge, also wenn ich jetzt irgendwie rotes oder blaues Licht oder sowas benutze, dann macht es durchaus einen Unterschied. Genau, damit, also mit diesem Ansatz, wenn ich jetzt weiß, ich meine Epsilon hängt irgendwie vom Lambda ab und halt, in diesem Epsilon muss natürlich auch irgendwie Informationen über meine Gase drinstecken, dann kann ich versuchen,
rückzurechnen und rauszufinden, was wir für Spurenstoffe haben. Das sieht dann folgendermaßen aus, da kann ich wieder so einen einfachen Ansatz machen. Ich sage einfach, okay, meine wichtigen Informationen hier, also diese Epsilon, je mehr Gas im Weg ist, desto mehr Absorption, das hatten wir ja gerade schon. Epsilon sollte also irgendwie von der Konzentration abhängen. Ja, und dann sage ich einfach mal, das ist einfach mal wieder proportional zur Konzentration. Die Legitimation dafür ist irgendwie ein bisschen missfunktioniert. Und die ein bisschen bessere Legitimation ist, naja, wir reden von so geringen Konzentrationen, da kann man halt Täler nach dem ersten Bier wieder aufmachen. Und deswegen haut das irgendwie hin. Also genau, das heißt, ich sage halt irgendwie, okay, dieser Absorptionskoeffizient hängt eigentlich nur von der Konzentration des Ziel meines Gases ab und die Proportionalitätskonstante nenne ich wieder Sigma und die Physiker sind total geil drauf, irgendwelche Dinge als Querschnitte zu bezeichnen. Deswegen nehme ich das Querschnitt. Und benutze das und lande dann bei dieser Formel hier. Und das ist letztendlich die Formel, die hinter dem gesamten Messprinzip steckt. Weil zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich beleuchte irgendwie mein Gas mit irgendeiner Lampe. Da kann ich vorher mal messen, wie viel Intensität die eigentlich abgibt. Dann stecke ich mir so ein bisschen Licht ab und messe hinterher die Intensität. Dann kann ich die beiden vergleichen. Diesen Absorptionsquerschnitt, das ist ein Literaturwert, den kann ich irgendwie im Labor bestimmen. Und dann kann ich, weil ich ja auch weiß, wenn die Wegstrecke ist, einfach das C auflösen, beziehungsweise das C irgendwie anfechten und kriege darüber die Konzentration raus. Also das ganze grundlegende Prinzip ist eigentlich schon in dieser Formel kodiert. Aber es gibt ein sehr grundlegendes Problem, das du auch schon gesprochen hast. Die Sonne scheint, wir kriegen trotzdem noch so ein bisschen Licht ab und sehen damit auch noch genug. Das heißt, irgendwie scheint die Atmosphäre nicht so sonderlich gut zu absorbieren. Das heißt, dieses Sigma, dieser Streuquerschnitt, den wir da irgendwie definiert haben, der ist eigentlich null. So, also passiert halt nicht so viel. Das ist also eine genaue Größenordnung, der ist also mit Einheiten, das dann irgendwie 10 hoch minus 19 Quadratzentimeter. Genau, wenn man da also wirklich Absorption sehen will, dann braucht man sehr lange Wegstrecken. Genau, da kann man dann natürlich sagen, mir doch egal. Und macht das einfach. Und baut dann halt hier irgendwie so einen Spiegel auf und macht dann irgendwo 10 Kilometer woanders einen anderen Spiegel hin. Und dann hast du aber natürlich genau das Problem, was du schon angesprochen hast. Dann kannst du natürlich nicht davon ausgehen, dass deine Absorption überall gleich ist, weil deine Konzentration nicht überall gleich sein wird, weil die halt ja vom Ortlich auch abhängt und Wind und sonst irgendwas und Druckunterschiede und Temperaturunterschiede und das hat halt eigentlich alles einen Einfluss. Was du dann machen musst, also wir bleiben jetzt an der Sicherheit zu sagen, okay, das ist jetzt halt deine gemittelte Konzentration über diese Säule. Also das, was dann letztendlich rauskommt, interpretierst du als Mittelwert über diese ganze Säule. Genau, wie es hier dann eben auch steht. Wenn man dann aber so, also das Ding, also gut, das ist erstmal nicht so cool, weil du dann halt nur diesen Mittelwert über dieses riesige Gebiet bekommst. Auf der anderen Seite kann das durchaus Dinge, was dann im Grunde interessiert ist. Man kann da dann irgendwie mit Spiegeln, also wenn man so ein paar dieser Reflektoren hat und ein paar Spiegel benutzt, kann man da sehr große Gebiete abdecken und dann eben Mittelwerte für so eine ganze Stadt oder so irgendwas oder so ein ganzes Stadtgebiet extrapolieren. Das ist eigentlich ganz nett. Beziehungsweise, genau, was man dann auch noch machen kann, man kann auch sagen, ich lasse diesen Reflektor weg, ich brauche auch eigentlich keine Lichtquelle. Sondern ich benutze die Sonne einfach direkt. Dann kriege ich so eine Mittelung über alles ungefähr bis zur Stratosphärenschicht. Also man kann dann irgendwie ausrechnen, also man muss dann halt, also vielleicht nicht das unbedingt lang, sage ich, an den Weg lenken. Aber das kann man irgendwie extrapolieren, weil man ungefähr weiß, wo das letzte Mal wirklich krass gestreut wurde und wo man halt davon ausgehen kann, dass das Licht einfach geradeaus durchläuft. Genau, man kann natürlich auch sagen, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich will.
Ich hätte gerne eine bessere örtliche Auflösung. Ich wüsste gerne wirklich, wie meine lokale Konzentration aussieht. Und auch dieser Aufbau ist mir eigentlich viel zu anstrengend, um diesen 10 Kilometer Lichtweg. Und dann gibt es sowas, das nennt sich Cavity Enhanced Doors. Da nimmt man einfach diese Box, die ist so, ich sag mal, einen halben Meter lang, 40 Zentimeter lang, je nachdem. Und macht hier zwei Spiegel ran, die hochreflektiv sind. Und leitet dann in diese Messzelle das Gas ein. Und macht dann hier irgendwie eine LED hin. Auf der anderen Seite misst man. Und was dann eben passiert ist, dass jedes Mal ein Teil des Lichts reflektiert wird und quasi nochmal den Weg durch das Gas läuft, also nochmal mehr absorbiert wird. Und dadurch kann man eben durch diese Reflexion eine sehr, sehr lange Weglänge. Genau. Ist das irgendwie nachvollziehbar? Vielleicht nicht Physiker. Also ich habe halt irgendwie so zwei parallele Spiegel, die fast nichts durchlassen und dann läuft das Licht halt sehr, sehr oft hin und her. Und dementsprechend wird die Weglänge halt länger und das Licht rein verloren hat viel häufiger die Möglichkeit, absorbiert oder gestreut zu werden. Hat dann deswegen eine effektive Verlängerung des Weges. Das ist super toll, weil so einen halben Meter Röhre mit ein bisschen Equipment dran kann man durch die Gegend tragen. Ist also irgendwie portabel und auch hat eine relativ gute zeitliche Auflösung. Das Problem ist hauptsächlich, dass die Auswertung hinterher so ein bisschen komplizierter wird, weil man braucht sehr hochreflektive Spiegel, also die irgendwie 99,99% des Lichts reflektieren. Und das Problem ist, also solche Spiegel existieren, aber die arbeiten nur in einem sehr, sehr kleinen Wellenlängenbereich. Das heißt, die reflektieren dann nur blaues Licht einer gewissen Wellenlänge und sobald man davon weggeht, geht die Reflektivität sehr schnell, sehr stark runter. Wir brauchen aber nicht nur eine Wellenlänge, wir brauchen mehrere. Und das heißt, unsere Wellenlänge ist auf einmal Wellenlänge abhängig, was die Auswertung so ein bisschen komplizierter macht. Aber es ist möglich. Genau. Und dann kann man das machen. Und dann kann man dann irgendwie durch die Gegend rennen. Hier ist nochmal so ein Bild, wie denn die Maschine wirklich aussieht. Also, ja, bequem portabel ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Ding kann man durch die Gegend tragen. Also hier ist irgendwie so ein Anlaufschützen. Hier ist so ein Partikelfilter. Partikel müssen irgendwie raus. Das können wir mit der Methode nicht messen. Dann geht es dann noch durch so ein paar Pumpen und durch ein paar mehr Partikelfilter durch. Und dann hat man hier dieses lange Rohr, was man angedeutet sieht, das dann eigentlich dieser Resonator ist. Reicht das oder passt das in den 19 Zoll Rack und wenn die aber hoch? Es war nie ein 19 Zoll Rack. Aber ich glaube, das ist Absicht und Fluss, ja. Also okay. Es passt in so festgelegte Stände. Also, okay. Ja, genau. Also aus genau dem Grund, dass man das dann in anderen Taschen tun kann. Aber insbesondere passt es auch im Kofferraum von einem Auto. Und da kann man so ein bisschen Kabel nach vorne im Kühlergrill legen und dann im Auto so ein bisschen länger aufschlagen und dann die Abgasnahme schon messen. was auch ganz nett. Genau. Ansonsten kann man auch so einen Aufbau natürlich machen. Man kann dann irgendwie so ein Dach im Auto irgendwo aufstellen, irgendwelche Treiber aufs Dach stellen und dann hier irgendwie so Luft ansaugen. Genau. Und tolle Dinge machen. Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Also, wie gesagt, wir reden hier über Duas, also differenzielle optische Absorptionsspektroskopie. Okay, Absorption hat sich hier erklärt, optisch ist auch klar, es geht um Licht. Und genauer gesagt heißt es optisch, weil wir in einem sichtbaren Bereich des Lichts arbeiten. Das ist vielleicht noch ein kurz Einwort darüber verlieren, warum differenziell oder differential. Das hat mit diesen Sigmas hier zu tun, wenn wir ganz kurz zur Job-Arbeit zurückgehen. Wie die eigentlich aussehen. Und ich habe euch hier mal eins geplottet für NO2. Und
Und das lässt sich halt aufteilen in so zwei Teile. Also hier ist der Schaltverschnitt im blauen Banding-Bereich. Und das teilt sich auf in so was langsam Variierendes, also irgendwas, das einfach stetig abfällt, und irgendwas, das ziemlich durcheinander aussieht. Und dieser Teil hier ist für die meisten Spurenstoffe mehr oder weniger gleich. Also kein sehr gutes Unterscheidungskriterium, um verschiedene Spurengrade zu identifizieren. Und das hier ist der Fingerabdruck, sag ich mal, der Moleküle, das eben für jedes Molekül, das einen so interessiert, anders aussieht. Und eben dieser Teil, den nennt man den differenziellen Teil, das ist das Streuverschnitt, und wenn man eben damit arbeitet, das ist eine differenzielle optische Autotropspektroskopie. Genau. Wow. Mehr habe ich, glaube ich, nicht vorbereitet. Wir haben damit also irgendwie am Ende. genau, stellt gerne Fragen. Fun Fact zu diesen Grenzwerten. Ich nehme an, ihr habt alle diese Tafel am Bismarckplatz gesehen, wo man diese Messwerte. Der Sensor für diese Tafel liegt tatsächlich unten am Neckar. Wir können gleich eine Exkursion machen, weil die 5 Minuten von hier da vorne. Naja, irgendwie so. Der liegt auf jeden Fall nicht am Bismarckplatz aus Gründen. Ja, also der liegt hier. Also es gibt Vorgaben, wo diese Messstationen liegen müssen. Die sollen repräsentativ liegen. Was schon heißt, dass wenn sie auf die Messstation drauf schreiben, dass sie an einer vielbefahrenen Straße liegt, dann muss an einer vielbefahrenen Straße liegen. Also sie können nicht einfach so einen Neckar bauen. Er liegt wirklich direkt hier vorne am Mathe-Kreisstand. Also wenn ihr die Kreuzung, die Straße, die ins Feld reingeht, ich weiß gar nicht, wie genau die heißt. Also da direkt nach dem Bauteil B2, an der Kreuzung rechts, ist so eingezäunt, so ein paar Container mit so ein paar Dingen oben raus. Das ist die Kreuzung. Aber es ist natürlich trotzdem gecheatet, weil die Bebauung hier relativ weit ist und das Ganze sehr, sehr gut belüftet ist im Vergleich zu anderen. Ja. Genau. Also ist nicht geklappt. Also ja. Kannst du was zu dem Kostenaufwand für so eine Messtechnik sagen? Städte, also man kann damit natürlich nicht mehr stehen.
schlecht, aber das streut durchaus. Also, und jetzt gibt es einmal die Geräte, die im NO2 messen und die halt gerade auch spannend sind für die Luftqualitätsüberwachung. Und da gibt es jetzt gerade eine Ausgründung, die versucht, das mehr oder weniger serienreif zu machen und dann eben auch bezahlbar, weil es diese Geräte dann auch mehr also, wenn das funktioniert, sollte der Preis auch fallen. Ja. Genau. Ja. Der Absorptionsquerschnitt Sigma war ja von der Wellenlänge abhängig, ne? Genau, ja. Du hast ja in deinem Experiment im Grunde genommen drei Größen aus dem Absorptionsquerschnitt. Du hast C, also nachdem du auflösen möchtest, und du hast ja deine Messlänge, nenne ich dieses Mal X, über die du deine Distanz gemisst. Das heißt, das Problem ist ja im Grunde genommen, dass du die Distanz möglichst groß machen musstest bisher. Aber was wäre, ich meine, inwiefern hängt der Absorptionsquerschnitt von der Wellenlänge ab? Ist das proportional, antiproportional oder? Das ist ja. Also das ist ein Beispiel. Also ich frage deswegen, weil du könntest das jetzt an der Wellenlänge drehen. Zum Beispiel größer oder kleiner, je nachdem, wie die Abhängigkeit ist. Nee, genau, das ist das, was ich gerade meinte. Also du wählst natürlich den Wellenlängenbereich so aus, dass der Absorptionsquerschnitt möglichst groß ist. Ja. Okay. Genau, das ist passiert. Also deswegen sind wir, also für NO2 Stickstoffdioxid nimmt man deswegen eben genau diesen blauen Bereich, weil hier einmal das vergleichsweise groß ist im Vergleich zu anderen Bereichen. Und man muss natürlich auch immer Bereiche wählen, wo dieser Fingerabdruck hier eben so gut ist. Also ich meine, das sieht sehr random aus, sage ich mal, aber das ist sehr gut, aber lässt sich NO2 in diesem Bereich sehr gut identifizieren. Eine andere Sache, die ich natürlich verschwiegen habe, ist, ich habe jetzt natürlich einfach nur das für ein Gas gemacht, was mich interessiert. Also diese Formel für ein Gas. Also eigentlich muss ich hier vor das Sigma nochmal eine Summe schreiben und muss dann nochmal summieren über alle Spurengase, die da drin sind, also über alle Konzentrationen und über alle verschiedenen Streuverhältnisse, die ich hier habe. Genau, und das macht dann natürlich auch nochmal komplizierter. Also deswegen, also da wird dann eigentlich die Wellenlängenabhängigkeit wirklich wichtig. Weil ich dann, also anders gesagt, wenn ich wirklich nur ein Spurengas habe, kann ich mir das Ganze mit der Wellenlängenabhängigkeit ja erstmal nicht einmal sparen. Da wähle ich mir eine Wellenlänge aus und dann kann ich diese ganze Formel ja, also ich kann ja darüber kann ich einfach C auflösen, da brauche ich ja gar nicht. Das Problem kommt halt erst, wenn dann weitere Spurenstoffe, die ja immer da sind, dazukommen. Dann kann ich ja nicht mehr auflösen, weil ich dann mehrere Konzentrationen habe, die ich brauche. Und dann muss ich halt die Konzentration wirklich finden. Und dann ist wichtig, dass ich die verschiedenen Wellenlängen habe, dass ich über diesen gesamten Bereich finden kann und eben diese verschiedenen Fingerabdrücke, was wir wollen, in meine Messung rein. Genau. Ja. Wie wird das Ganze kalibriert? Mit einem Spektrometer, einem chemischen? Oder? Also die schöne Sache ist, du musst vergleichsweise wenig kalibrieren. Du musst einmal dein Spektrometer Wellenlängen erreichen. Also du hast da halt irgendwie so ein Gitter oder sonst irgendwas drin. Da musst du dann einmal gucken, auf welchem Channel mit welcher Wellenlänge das darin konstruieren. Aber wenn du deine Leitfaden benutzt, ist das die einzige Kalibrierung, die du brauchst. Danach ist es absolut. Was brauchst du jetzt halt? Du hast diese Streuquerschnitt. Wenn du lang was? Diesen Langpfad. Langpfad, ah. Genau. Diese hier, wo du einfach, wo du deine Weglänge kennst. Hm? Wenn du die Weglänge kennst, dann kannst du damit einfach starten, weil musst nicht einfach anziehen, deine Streuquerschnitte sind in dem Sinne ausgeführt. Also wenn du die einmal in der Raube bestimmt hast, kannst du die benutzen, um die absolute Konzentration zu berechnen. Das ist auch das Schöne. Also das ist ein Verkaufsargument, das die Leute von dieser Bohrtechnologie gerne anbringen. Weil es gibt natürlich andere Methoden, auch Stickstoffdioxid zu messen oder zum Beispiel die Luminescenzmethode. Aber die brauchen alle Kalibriergas, was relativ teuer ist. Und du musst halt immer irgendwo eine Gasflasche da stehen haben. Was mit leicht erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden ist.
Genau, das sparst du dir. Wenn du dieses Cavity-Zeug machst, dann habe ich ja vorhin erwähnt, dass dann deine Weglänge auf einmal Wellenlänge abhängig wird, weil die Spiegel Wellenlänge abhängig reflektieren. Und dann brauchst du einen zusätzlichen Kalibrationsschritt, weil du kannst diese Weglänge nicht einfach aus den Spiegeldaten berechnen. Zum einen weißt du die Spiegeldaten nicht genau genug nach der Herstellung. Zum anderen hängt das halt auch von tausend anderen Faktoren ab, ob du jetzt die Spiegel genau parallel eingebaut hast oder doch ein bisschen schief oder wieder was überwirkt. Und um das zu machen, also eine Methode, die hier viel verwendet wird, ist dann, dass du dann Helium nimmst. Dann musst du da einmal Helium reinladen und das vergleichst du dann mit den Werten von Luft, also mit Messwerten von Intensitäten von Luft. Und daraus kannst du dann aber auch da hast du den Vorteil, das musst du, ich sag mal in Anführungszeichen, einmal machen. Dann hast du das und dann kannst du auf die Presskampagne gehen und machst es hinterher vielleicht nochmal und guckst, ob sich dein Gerät nicht erstellt hat, weil du es irgendwie oben auf den Boden geschmissen hast oder so. Wenn nicht, sollte das aber halbwegs stabil sein. Also, genau, das heißt, du kommst mit relativ wenig Aber so muss man halt immer machen. Also, man muss halt irgendwie Druck, Temperatur anpassen.